Leute, wir sind zurück. Final Fantasy X mit Spongy am Start. Huh. Ja, im letzten Part sind wir durch die Donnerstippe gegangen. Da mussten wir uns von vielen Zufallskämpfen, vielen Blitzen und vor allem vor Ricos Rumgequengel in Acht nehmen. Und richtig. Ich hoffe, wir kommen hier sehr bald wieder raus. Ja, ich auch. Wir haben gelevelt. Wir haben alle unsere Erfahrungspunkte verteilt. Deswegen sind wir ein bisschen stärker, hoffentlich. Ja, Titus hat ja sogar endlich 1000 HP. Ja, endlich mal. Er hat's geschafft, tatsächlich. Oh, Lulu kriegt jetzt One-Hit-Down. Mhm. Und Orin macht jetzt gut Schaden, Alter. Und Titus trifft. Was Aufleveln hier bringt. Ja, tatsächlich, ne? Und wir haben für Orin nur einmal plus 4 Angriffskraft gekriegt. Ja, was für ein Unterschied. Vorher hatte noch so etwa 400 rausgehauen und jetzt 700. Wenn der halt Angriff plus 4 kriegt, haut er halt raus, ne? Das ist halt heftig. Der macht sich. So, aber dafür haben wir unsere ganzen ersparten Abilities bei Reuen halt verbraucht. Du wolltest noch irgendwas sagen, bevor wir die Aufnahme starten. Ja, die Sonderstippe ist auch so ein Ort, da, wo man merkt, dass einem die Chocobos hier echt fehlen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ich hätte hier gern ein paar Chocobos. Oh, doch, triff ihn doch. Ja, komm, stirb einfach. Rudi. Oh, oh, ja, wir können die neue Ex-Haze mal einsetzen gleich. Ja, müssen wir sowieso, um noch mehr zu lernen. Ja. Ach, wir können. Können wir nicht auch die ganze Zeit einfach Salto-Hieb einsetzen und er lernt dann trotzdem neue Techniken? Oder müssen wir Gemetzel einsetzen? Ich weiß nicht genau. Bei mir ist das Bild gerade sehr verzögert. Danke, Discord. Vor allem Slideshow-mäßig. Ach, Mann, oh Mann. Schau mal nach. Ja, da trifft er sie, ne? Immer in die Geräuschkulisse nehme ich mit. Er hat einen auf die Fresse gekriegt. Tschüss, Titus. Ja, das ist sein Schicksal. Ja, das war's dann für ihn. Leider. So schnell kann's gehen. Er ist eben mit der Scheuerlappen. Ja! Das ist eine gute Analogie. Wieso triffst du dich nicht selbst, Lulu? Und er stirbt. Tschüss. Nee, doch nicht. Wie man sich selbst verfehlen kann. Ah, hier steht nur. Also, Gemetzel braucht 10 Ekstase-Angriffe. Unabhängig vom Erfolg. Die nächste braucht genau 30 Ekstase-Angriffe. Also ist wohl egal, welche Ekstase man einsetzt. Hauptsache, es ist eine. Ah, okay. Na, nice. Aber bei mehreren Gegnern setzen wir, glaube ich, auf Gemetzel, weil. Der Sound ist hier enorm verschoben. Echt? Minna. Ikana. どうした？聞いてほしいことがあるの。ここで？もうすぐ終点でしょ。サクサク行っちゃおうよ。今話したいの。あそこで聞こう。嫌な予感だけは当たるんだよな。私結婚する。やっぱりそう来たっすか。どうしてだ。気変わったのか。スピラのためにエボンのためにそうするのが一番いいと思いました。説明になっていない。もしかしてジスカル様のことが関係してるの。あのスピア見せろ。できません。まずシーモア老師と話さねばなりません。本当に申し訳ないのですが、これは個人的な問題です。水くせえな。好きにしろ。すみません。だが、今一度聞く。旅はやめません。ならば、よかろう。ちょっと待てよ、アーロン。旅さえしてれば、あとはどうでもいいのかよ。その通りだ。真と戦う覚悟さえ捨てなければ、何をしようと召喚士の自由だ。それは召喚士の権利だ。
覚悟と引き換えのな。でもなんか、ユナ、一個だけ質問がある。シーモア老師と話すだけじゃダメなのか？結婚しねえとまずいってか？わからない。でも覚悟は必要なんだと思う。そうか。ユナ。うるさい！覚悟ばっかりさせてごめんね。いいの、大丈夫。何がごめんねで、何が大丈夫なのか、何が覚悟で、何が権利なのか、よくわからなかった。みんなと考えが離れてしまったような気がして、みんなと離れちゃったら俺はこのスピラで一人だ。自分が一人きりなのを感じるのは辛かった。ともあれ、ひとまずはマカラーニャ寺院を目指す。ユーナはシーマーと会い、好きに話し合えばいい。俺たちガードはその結論を待ち、以降の旅の計画を考える。いいな。So, da sind wir auch schon wieder. Yuna wird also heiraten. Interessant. So, wo sind die Truhen? Das ist jetzt die Frage. Ach, die sind im Dreieck. Ich glaube, eine ist hier in der Nähe, ne? So, dann... Naja, wenn du meinst, ist zwar schwer nachvollziehbar mit Seymour, aber... Ja, yeah, wir wollen nicht weiter drüber reden. Glaube ich. Das mit Seymour ist schon sehr verstörend. Naja, manche Leute turnen so seine Frisur an. Aus unerklärlichen Gründen. Anscheinend, ja. Wir lassen es lieber. Ich hoffe, eine der Truhen ist hier. Nee, hier ist ein Kaktor. Ein verdächtig leuchtendes Monument. Das leuchtet gar nicht. Also, es gäbe hier noch ein Äther, ein Allheilmittel und 2000 Gil. Ja, nice. Gut, der Retard-Hieb bringt gerade nichts. Machen wir mal Hast auf Auron. Dann einmal den Kraftbrecher. Die Luft rauslassen. Ja, damit er uns nicht wieder tötet. Aber er tötet uns sowieso. Wir kennen ja den Eisenritter mittlerweile. Siehst du? Habe ich es nicht gesagt? Wenigstens macht Auron jetzt wesentlich mehr Schaden. Das macht sich auf jeden Fall richtig hart bemerkbar. Mhm. Genau 255. Nice. Die maximale Anzahl an EVs, die man im Pokémon verteilen kann. Ja, ich glaube, in manchen Teilen war 255 auch der Maximalwert gewesen für also diverse Werte. Mhm. Ist es bis heute der Maximalwert? Kannst maximal. Oh ja, komm. Du kannst maximal 255 EVs verteilen. Och komm! Zweimal hintereinander oder was? Der Doppelblitz. Ach du Scheiße. Und ich hab vergessen zu healen, ne? Ein richtiges Genie, Alter. Passiert mir auch manchmal. Ach, triff ihn doch! Ja, Auron kann keine der Augen angreifen. Er muss erstmal einen Kraftbrecher hier auf den machen. Boah, 1300. War das gerade normaler Trick? Langsam das, selbst. War das ein Crit? Nee, bei Crit würde, glaube ich, da stehen, oder? Nee, Crits stehen nicht da. Ach so, nee, das war nur ein anderes Spiel. Ha! Lulu ist natürlich ausgewichen. Och, triff! Ich hasse dich. Ich hasse dich, Alter. Wirklich richtig hart. Immer muss Lulu die ganze Arbeit machen. Wenigstens schlägt sie die vernichtend, das heißt doppeltes Bräuchen. Und sie weicht immer aus. Hm. Tidus, du kannst gar nichts, Alter. Du gehörst ausgewechselt, du Lappen. Spiel lieber weiter Blitzball. Ja, echt so. Du mit deinem scheiß Blubberblasenschwert. Ja, ne? Tschüss. Das war richtig lässig gerade. Ja.
Oh yeah, Alter. Nach diesem Part darf ich schon wieder hart leveln, Alter. Ich sehe das jetzt schon kommen. Glaubt mir, Leute, das Leveln hier ist eine absolute Vollkatastrophe. So, die erste Truhe haben wir. 2000 Gil. Das Taschengeld. Das war die auf der rechten Seite. Danach waren noch zwei weiter links gewesen. Gut. Naja, auf den Äther kommst du jetzt auch nicht unbedingt an. Die linke Ober würde das Allheilmittel sein. So, das war gar nichts für dich, Brudi. Tschüss. So einfach ist das. So einfach ist das. Warum laufen die Kämpfe nicht immer so ab? Da ist die nächste. Ich glaube, den Äther können wir lassen. Das ist jetzt auch nicht so wild. Wo ist denn der Äther? Weiter runter von Hios. Auf der rechten Seite, bei dieser Nische dort. Aber ich bin jetzt auf der linken, also weiter auf der rechten Seite. Ja, bei der... Etwas unter der Nische von der Karte. Okay. Ja, wir nehmen schon alles mit. Also wenn wir es auf den Weg kriegen können, warum nicht, ne? Ja. Auch wenn wir es eigentlich, glaube ich, tatsächlich nicht brauchen. Aber fällt gerade auf, Orins Ekstase-Leiste scheint eine leicht andere Farbe zu haben als der vom Rest. Nö, bei ihm ist alles okay. Also bei mir haben die alle gleiche Farbe. Okay. Liegt vielleicht an der Qualität, also wundere dich nicht. Ja, das war ein Volltreffer. Etwas weiter unterhalb der Nische hier. Eins ist sicher, die Blitze mögen Tidus nicht. Wohl wahr. Weiter links. Von da aus weiter links, der Karte nach. Okay, bitte triff! Och, komm, Brudi! Oh. Also, wir haben ja auf der Karte die Nische. Und laut dem Buch ist das ist die Kiste direkt darunter. So, erstmal ein Kraftbrecher. Dann vernichten wir einen der Mobs hier. Ja, dann holen wir die Kiste und dann hoffentlich können wir die streckt sich wie Kaugummisteppe verlassen. Ja. Danke, Tidus. 2000, Alter. Läuft bei dir. Weil Tidus denkt sich auch, ich übertreffe Orin. Alter. Oh. Ja. Ja, bitte ist noch ein weiter Weg bis dahin. Bitte übertriff ihn. Süß. Ja, nee. Ich mag den Eisradzauber, weil ich mag es, wenn er von dem Speer aufgespießt wird. Von unten? Oh, genau, von unten auch noch. Ja, voll durch die Eier. Kommt genau dort? Ja, genau. Voll kastriert, auf die kälteste Art. So, perfekt. Machen wir die Leute voll und dann unter dieser Nische hier, meinst du? Also irgendwie nee, auf hier. Der linken Seite war das. Auf der linken. Also irgendwo unter diesen... Diesen kleinen. Die Nische auf der linken Seite war das. Genau, diesem kleinen Ding da oben, ne? Also rechts hatten wir eine Kiste gefunden, dann weiter links und dann von da aus noch weiter unten ist die, okay. Die letzte. So, Tidus, du weißt, was du zu tun hast. Zuerst mal hast auf diesen Typen hier. Naja, zur Not können wir ja, wenn jetzt zu viele Kämpfe kommen, können wir auch einfach einen Schuss machen. Ja, das mache ich auch gleich, weil wir jetzt jeden Kampf mitnehmen ist halt furchtbar einfach. Klar, es sind endlich mal Parts, wo wir auch einfach labern können, aber... Wir wollen ja auch irgendwie mal weiterkommen. Ich denk mal, wir haben jetzt erstmal genug Erfahrung bekommen. Richtig. Wir wollen ja auch nicht overleveln. Außerdem kann ich, wenn ich will, leveln offscreen machen. Wenn es denn mal sein muss. Das wird noch nötig sein bei einigen bestimmten Kämpfen. Weil gerade Hastgar werde ich brauchen. Auf jeden Fall. Vor einem bestimmten Kampf. Ein gewisser Bosskampf, der demnächst kommt, kann recht schwer werden. Da hat zum Beispiel mein Bruder damals auch recht lang gehangen. Also irgendwo hier, ne? So, die beiden nehme ich aber mit, weil die geben Abilities bei Reuden. Sind ja nur Dreiecke. Richtig. So, Lulu greift mal bitte... Alter, lebt noch? Lulu greift... Ja, die haben eine höhere Death als die anderen. Lulu greift mal bitte den an. Oh, gerade noch wieder verzögert. Die Magie des Rall... Ja, jetzt können sie sich verstärken. Die Spastis heilen sich nämlich selbst. Tschüss. Oh, weia. Das hat dir ja absolut gar nichts gebracht, Brudi. Jetzt geht das Laggen bei mir wieder los. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es kann nur Discord sein. Ja. Das ist Sabotage.
So, aber hier irgendwo muss die Kiste doch sein, ne? Ja, da ist sie. Hab sie. Gut. Naja, ich denke mal, im Wald muss ich nicht so gut aufpassen. Das ist ja dann... So, aber jetzt werden wir... Wir werden nur noch die Typen mit den Abilities mitnehmen. Also diese Typen ja. Hier jetzt. Die danach anderen... wird uns schüsst. Genau, bei den anderen machen wir jetzt uns schüsst. Weil Abilities bereuen leider das Einzige sind, was wir halt brauchen. Ja, vom Rest haben wir zu viel. Richtig. Also ich denke mal, das liegt nicht an der Qualität, das kann nur Discord sein. So, damit kriegen wir hier schon mal zwei Abilities bereuen. Der hielt sich natürlich nochmal, dieser Lappen. Er zögert es auch nur hinaus. Ja, aber gegen Lulus Vasra wirst du nicht nochmal überleben, Brudi. So, das sind wieder drei Abilities bereuen, das ist gut. Wenn die jetzt immer wieder kommen, dann, ja, ist halt scheiße, ne? Aber dann fahren wir halt wenigstens ein paar Abilities bereuen, weil die gehen uns immer relativ flott aus. Jupp. So, und jetzt verlassen wir endlich die Kaugummi-streckende Donnersteppe. Ein Hinterhalt, ja. Natürlich ein Hinterhalt. Hoffentlich der letzte. Yo! Ja, wenn er die Attacke raushaut. Ja, der hat Flächenattacken, wir nicht. Ach ja, Leute, ihr erlebt jetzt was Lustiges. Wenn jemand tot ist und wir uns Schiss machen, lassen sie einfach liegen. Na, bestimmt geht das dann folgendermaßen. Die Monster riechen dran, schmeckt mir nicht, laufen weg. Dann kommen sie zurückgekrochen aus dem Versteck, heben sie auf und ja. Ja, irgendwie so, ne? Oh, wir haben es geschafft, wir sind durch, endlich. Nein! Oh Gott, der letzte Kampf, ne? Konzentriert euch auf den Kampf, nö, und tschüss. So, los geht's. Die Monster sagen auch, die ignorieren uns einfach. Ja. So, da sind wir auch schon. Wir sind jetzt im Makalania-Wald angekommen. Oren will was von uns. Yuna no koto ga kininaru ka. Kini sunna tte no ga muri da yo. Nani suru tsumori nan da? Tanjun ni kangaereba, kekkon o shodaku suru koto o zairyou ni shite, Shimoa to koushou suru tsumori nan daro na. Nan no koushou? Sou na. Hitori de daijoubu ka na? Nozomi usu da na. Shimoa no hou ga yakusha ga ue da. Wakatten nara sa, nan toka shinai? Yuna ga sore o nozonde inai. Sore mo wakaranai nda yo na. Ore tachi shinyou nai no ka? Gyaku da na. Mina o makikomaru yo, hitori de kaiketsu shiyou to ketsui shiteiru. そんな感じだ でもそっちの方が心配するっつーの 話してくれるだけでいいのにさ それができん娘なのだ 気真面目で 思い込みが激しく 甘えべただ よく見てんな ユーナは分かりやすい はは、確かに いつかガードの出番が来る その時は お前が支えてやれ. So, weiter geht's. Osai! Wari! Ore wa fushigi to ochitsuite ita. Yuna no kekkon wa ore ga souzou suru you na are ya kore ya no kekkon ja nakute. So. 旅を続けるためのちょっとした儀式みたいなもの、そういう風に考えられるようになってたからだと思う。まあ、なんていうか諦めの境地ってやつだったのかもしれないけどさ。行こっか、ユナ。
So, Leute, Sicherheitssafe und dann geht's weiter. Jo, jetzt geht unser Waldspaziergang los. Richtig, hoffentlich schaffen wir den Wald noch in diesem Part. Wir werden uns wir haben jetzt zwar eine Abzweigung, aber auf der rechten Seite lässt man uns noch nicht durch, diese Wegelagerer. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Hier ist eine Truhe. Oh yeah, oh yeah. Oh, wieder diese Giftviecher, oh nö. Ja, wieder Poison. So, was für ein Eis. Aber was recht oft vorkommt, ist Gegnermodell Recycling. Vor allem dieses Krabbelvieh war ja mal ein Boss gewesen. Ja, yep. Ich erinnere mich noch im ersten Tempel, wo wir mit Tidos gelandet sind. Ja, der Tempel Borch. Der kann halt nix, ne? Der trifft halt nicht mal. So, ich glaube, Lulu stirbt gleich, wenn wir die Biene gekillt haben. Eiszeit. Das Geilste ist halt, wie Spongy das schon mal gesagt hat, Gift ist jetzt wieder weg von Lulu. Wir brauchen uns keine Sorgen um den Scheiß machen. Ja, alles tut eigentlich, alle Zustände tun abklingen, sogar Kampf und Fähigkeit. Ja, wir reden mit den Lappen. Komm, sag mal was. Okay. Prima Sivo erwartet euch. Begebt euch umgehend zum Tempel Makalania. Sonst mache ich euch Beine. Er will uns so, wie sonst würde er uns kalt machen, ne? Ich sehe es kommen. Gibt's hier im Wald von Makalania. Gibt's hier im Wald von Makalania nicht auch so eine Quest mit blauen Schmetterlingen oder so ein Scheiß, wenn ich mich da richtig erinnere? Ja, ein Minigame und so. War das nicht auch richtig furchtbar? Ja, anstrengend könnte man sagen. Also wenn man was falsch macht, dann kommt gleich ein Kampf. Ich habe den falschen Schmetterling erwischt. Also ja, was Minigames angeht, in Final Fantasy X, da haben die echt ihren Folterknecht dran gelassen. Ja. Auf jeden Fall. Richtig furchtbar, der Scheiß hier. Aber wiederum machen auch viele Minigames Spaß. Gerade das mit der Monsterzucht, wo man alle Monster fangen muss in Spear. Das finde ich richtig cool. Ist praktisch wie Pokémon einfangen. Genau. Aber Gift haben sie hier echt stark gemacht. Das fällt mir immer wieder auf, ne? Du verlierst so viel Leben. In vielen Teilen war Gift gar nicht so übel. Da hat es ein bisschen Schaden gemacht, aber hier macht es, glaube ich, weiß nicht, prozentualen Schaden anhand der maximalen HP. Also es kann einen töten, aber ich glaube, wie viel Schaden es macht, hängt auch ein bisschen vom eigenen Wert ab, oder? Ich glaube ja, das hängt vom eigenen Wert ab. Ja, so ähnlich müsste es gewesen sein. Oh, kleinen Moment. So, oh, da ist der blaue Schmetterling. Wir wollen den aber nicht mitnehmen. So, einmal den Rita-Tieb. Spongy ist gleich wieder am Start. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ach, es wurde Essen gemacht. Es wird kalt, wenn ich jetzt nicht... Dann machen wir beim nächsten Speicherstand kurz eine Pause. Ja gut, dann machen wir den Part danach etwas länger. Genau. Ach, und hier kommen ja die Chimeras. Vor allem, wenn wir das Bild wieder nochmal machen, dann ist wieder nicht so verzögert, auf jeden Fall. Richtig. Oh nee, war Megiddo-Flamme nicht übel stark, Alter? Ich glaub ja. Boing! 900 Schaden. Ja, läuft. Hau mal einen Kraftbrecher rein. Ja, hau rein, Alter. Und leider hat er auch keine Schwäche. Das ist ein bisschen sehr blöde. Ich glaube, die haben sogar zwei Elemente. Ah ja, Feuer und Wasser. Ja. Das ist korrekt. Und ich mach kaum Schaden, ne? Hui, Alter. Also mit Tidus auf jeden Fall nicht. Weil ich habe halt keinen Durchschlag. Nee, Blitz auch. Ja, aber Blitz scheinen die nicht zu absorbieren. Zumindest nicht nach der Anzeige. So, gibt er wenigstens Abilities bei Reuden? Lass mal sehen. Ich glaube, ja, hat er. Ich muss hier lang. Zumindest ne? Eine. So, ich glaube, war nicht ganz nutzlos. Wir müssten auch gleich durch Makalania durch sein. Fragt ihn, ob der Bossfight vor oder nach dem Speicher... Der kommt vor. Ah. Ich meine, der kommt danach. Quatsch. Kommt nach dem Speicherpunkt. Wir können vorher auf jeden Fall noch speichern, das weiß ich.
Ja, ich hätte vorher nochmal Bescheid sagen sollen. Also ich hab nicht allen gesagt, dass ich mit dir heute aufnehme, aber... Ach, das passt schon. Haust du dir gleich den Bauch voll und dann machen wir noch eine Aufnahme. Ja, das wird schon. Ui! Anta-tachi, Donna wo mikake nakatta ka? Donna? 見てないっすよ。どうしたんだ？森に入ってからはぐれちまって。くそ、どこ行っちまったんだ。落ち着く。でも、あいつにもしものことがあったら。取り乱して無駄口を叩いても、何の解決にもならん。今はドナの無事を信じて、全力で探すことだな。でも、ガードが取り乱していたら、召喚士はどうする？そうですね。手伝いが必要か？いいえ、一人で大丈夫です。アーロンさん、ありがとうございます。どうした？ああ、元気出してって言おうと思っただけ。So, da sind wir wieder. Gehen wir einmal schnell weiter und dann müssten wir auch durch sein, sonst gucken wir mal, was wir dann machen. Yeah! Tschüss, Fidus. Das dürfte auch gut, den Part erstmal zu beenden, weil ich kann dem Geschehen kaum noch folgen. Okay. Mal läuft's flüssig, dann wieder überhaupt nicht. Oh, danke. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt müsstest du... Und damit genau ist es jemand hoch. Fällt Titus um. So, komm. Wir ziehen jetzt relativ schnell durch, weil Spongy hat Hunger. Ja, nicht unbedingt, aber die haben Essen gemacht und dann, ja. Will man ja auch nicht kalt essen, ne? So. Dann machen wir jetzt ein paar Mal und tschüss. Wenn Spongy dann gleich essen geht, werde ich offscreen. Ich werde jetzt die Kämpfe im Kopf zählen und die mache ich dann. Und tschüssen, was das Zeug hält. Richtig. Nichi no gotoku iro kaeru chou ga. Schmetterlingsjagd im Makalania-Wald. Wenn man den vielfarbigen Schmetterling berührt, erscheinen viele rot und blaue Schmetterlinge. Die roten Schmetterlinge rufen bei Berührung starke Monster herbei. Doch 7 blaue Schmetterlinge. Nach einer bestimmten Zeit verschwinden die Schmetterlinge. Es gilt also, den roten auszuweichen und die blauen zu fangen. Leichter gesagt als getan. Ja, das machen wir nicht. Gar keinen Bock, Alter. Boah, ich will an dem vorbei. Tschüss. Haben wir den Speicherpunkt gleich erreicht? Ja, das hier müsste die letzte Ebene sein, glaube ich. Oh ja, bitte. So, wie gesagt, Leute, ich zähle jetzt die Kämpfe mit und die mache ich dann offscreen, also... Ja, warte mal kurz. Oh, war da eine Truhe? Die nehmen wir auf dem Weg natürlich noch mit. Ja. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon, ja. Danke, Hinterhalt oder was? Oh, jetzt geht's aber los. Ja. So, gleich sind wir durch. Wir haben es gleich geschafft. Speicherpunkt, rette uns! So, das ist schon... Ja, so viele Kämpfe brauche ich gar nicht machen. Also, wenn das so weitergeht, nicht, ne? Nee. So, jetzt haben wir es geschafft. Das ist die letzte Ebene gewesen. Ja. Yeah. Also ich bin mir im Kopf relativ sicher, dass es 5 Ebenen gewesen sind. 3, meine ich. Na! Ja, gut. Auch egal. Verdrückt. Kann ja mal passieren. Tschüss! So. Ja, Leute.
das war's. Ja, ein bisschen hastiger Part war das heute. Ja, richtig. Ich muss jetzt gleich noch 5 Kämpfer offscreen machen und Spongy geht jetzt erstmal was essen. Ich geh schnell futtern und dann geht's weiter mit dem finalen Part für heute. Richtig. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert. Einen nice Tag, Leute. Ja, like dieses Video, abonniert die Kanäle, abonniert unsere beiden Kanäle, schaut bei Spongy vorbei, er macht coolen Stuff. Danke. Hoffentlich sehen wir euch im nächsten Part wieder. Schaut noch bei Trail vorbei, der macht auch coolen Stuff. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.